Hallo, meine lieben Erdzeichen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu eurer neuen Wochenenergie bzw. 2 Wochen Energie und zwar für die Zeit vom 20.06. bis 3.07. Was ich denn da für euch zeigen möchte. Ich habe die Karten wie immer schon springen lassen, würde die jetzt hier auch einzeln mit euch durchgehen. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, weil ich habe hinter mir das Fenster auf bei den Temperaturen. Aber gut, wir fangen jetzt gleich mal an. Was zeigt sich denn hier erstmal aus den Lenormand-Karten? Da haben wir hier den Turm. Der Turm steht für Rückzug, für ja, einfach so, dass es hier sein kann, dass ihr euch wirklich gedanklich, aber auch erstmal so ein bisschen in eine Rückzugsenergie begebt. Mal schauen, was die anderen Karten noch zeigen, dass es hier wirklich möglich ist, dass ihr euch gerade ganz viel ja mit euren inneren Gedanken beschäftigt, dass ihr hier so ein bisschen die Öffentlichkeit gerade meidet, dass ihr einfach hier für euch so ein bisschen in Rückzug geht. Das kann einfach die Energie sein, mit der ihr in diese nächsten 2 Wochen startet. Wir gucken mal weiter. Da haben wir hier die Öffentlichkeit. Wie spannend ist ja gerade das, was ich sagte, ne? Dass es wirklich sein kann, dass ihr hier einfach die Öffentlichkeit ein bisschen meidet und ja, hier in den inneren Rückzug geht, dass euch das ein bisschen viel ist. Es ist aber auch gut möglich, dass hier nochmal Ämter und Behörden eine Rolle spielen könnten bei dem einen oder anderen, weil der Turm steht natürlich auch für Ämter und Behörden. Na, wir gucken mal weiter. Da haben wir hier das Haus. Ja, na, es bestätigt sich doch eher, dass ihr so ein bisschen in die Rückzugsenergie geht, dass ihr lieber zu Hause seid, als euch draußen aufzuhalten, dass ihr hier für euch so ein bisschen im häuslichen Bereich euch einfach wohler fühlen könntet. Jetzt gucken wir mal hier, da haben wir die Störche. Es kann aber auch möglich sein, eben dass hier häusliche Veränderungen auf euch zukommen. Ne? Ich will gleich mal, ach, und das Kind. Also wer jetzt zum Beispiel tatsächlich auch mit häuslichen Veränderungen, mit Umzügen, mit ja, Renovierung etc. sich beschäftigt, kann es sein, dass es hier in den nächsten 2 Wochen nochmal wirklich auf den Tisch kommt, dass hier nochmal Möglichkeiten und Neuerungen und Chancen sich zeigen. Ne? Also das sind hier wirklich häusliche Veränderungen. Ne? Es kann aber auch sein, dass ihr hier auch Nachrichten und Meldungen von Ämtern und Behörden bekommt oder dass sich auch hier eure berufliche Situation, vielleicht zieht der ein oder andere mit der Firma um oder wenn ihr selbstständig seid, dass ihr hier eure Büroräume verändert oder eure Selbstständigkeit verändert. Also das ist ja alles möglich mit diesen Konstellationen. Wir gucken mal weiter. Da haben wir hier die 10 Kelche aus dem Tarot. Das ist für mich aber auch die Zusammenkunft. Ich habe wirklich das Gefühl, dass bei den Erdzeichen es hier nochmal um häusliche und räumliche Veränderungen geht. Vielleicht zieht der ein oder andere ja auch mit jemandem zusammen, weil das ist für mich natürlich auch die Familienkonstellation. Partnerschaften, Gefühle, Emotionen oder natürlich auch im beruflichen Bereich mit Kollegen, dass es hier nochmal Veränderungen gibt mit Kollegen, wo man zum Beispiel da irgendwie nochmal im Außen Veränderungen herbeiführt, was aber letztendlich natürlich auf die Kollegen auch hier einen Einfluss hat. Ne? Es kann aber auch sein, das fällt mir auch noch ein, dass man sich hier vielleicht auch aus einer Rückzugsenergie herausbegibt, hier in einen Neubeginn geht, häusliche Veränderungen, aber auch die Veränderung in euch und dass man hier wirklich sich mit Menschen auch zusammentut, ne? Dass man eben nicht mehr in diese, ja, in diese Zurückgezogenheit sich oder in dieser Zurückgezogenheit sich befindet. Aber ich glaube, starten tut ihr tatsächlich in den ersten paar Tagen wirklich eher mit diesem inneren und äußeren Rückzug. Ne? So, wir gucken mal hier, da haben wir die 10 Münzen. Das ist für mich, die 10 steht auch immer für Abschluss. Irgendwas kann auch sein, dass bei den Erdzeichen etwas abgeschlossen wird. Ein Projekt, eine Situation, Gedanken, Wünsche etc. Also irgendwie geht es ja auch um das Thema Abschlüsse. Ne? Aber natürlich zum sehr, sehr Positiven. Wir haben ja aber auch die Möglichkeit, dass man etwas feiern kann. Vielleicht stehen ja auch finanzielle positive Veränderungen ins Haus, ne? Weil die 10 Münzen steht natürlich auch für Finanzen, ne? Es ist aber auch gut möglich, dass ihr jetzt hier in eine wirklich völlig neue Energie kommt für euch, wo es jetzt wieder darum geht, hier Dinge zu genießen. Na, wir schauen jetzt mal, was zeigt sich denn hier im Tarot, was kommt danach? Da liegt ihr selber, die Königin der Münzen, auch Erdelement. Ne? Also ihr verkörpert
hier oder zeigt euch hier selber in der Legung. Und ich habe das Gefühl, dass es gut möglich sein kann, dass ihr endlich wieder in eure Kraft und Stabilität kommt. Also für all diejenigen, die in der Vergangenheit ja, sich eher nicht gut gefühlt haben oder hier mit bestimmten Dingen zu kämpfen hatten, da ist es gut möglich, dass sich das in den nächsten 2 Wochen hier wirklich auflöst bei euch. Dann haben wir hier den Turm. Ja, ihr brecht aus einer Situation heraus. Irgendetwas, ne? Wir haben zweimal den Turm, einmal hier und einmal hier. Irgendetwas, was euch zu eng geworden ist, ne? Ihr könnt euch hier wirklich auch aus einer Situation befreien, etwas zum Abschluss bringen. Hier liegt die Befreiung. Etwas, was auf Sand gebaut war, wird nicht mehr funktionieren. Das geht hier in die Beendigung. Ihr kommt in eure Kraft und Stärke. Das kann jetzt auf allen Bereichen sein, ne? Seelisch, mental oder tatsächlich auch von außen, dass da Situationen auf euch zukommen, wo hier wirklich ein Zusammenbruch kommt, aber letztendlich hier positive Veränderungen und ein absoluter Neubeginn. Ne? Jetzt gucken wir mal, was ich hier noch sage. Das Ast der Stäbe. Hier zeigen sich wunderbare Möglichkeiten, die sich hier auf euch zubewegen wollen. Also nochmal in der Zusammenfassung. Ich habe das Gefühl, dass es bei den Erdzeichen hier ganz viel um das Thema Abschlüsse geht. Aus Situationen, wo ihr vielleicht sehr zurückgezogen wart, ne? Wo ihr die Öffentlichkeit gemieden habt. Ihr kommt hier in eine neue Kraft, in eine neue Energie. Situationen, die euch nicht gut getan haben, die brechen weg. Es kann sich hier um häusliche Veränderungen handeln. Ne? Ob nun im kleinen Stil, dass man sich einfach nur ein neues Bett kauft oder dass man renoviert oder tatsächlich sich hier Möglichkeiten ergeben auf Umzüge, ne? Dass man hier wirklich aus den aktuellen räumlichen Umständen herausgeht. Es steht aber auch die Möglichkeit auf finanziellen Zuwachs, ne? Und ihr kommt halt hier wirklich wieder in die Königin der Münzenenergie. Ne? Ihr wisst, was ihr erreicht habt, ne? Aber ich habe auch wirklich das Gefühl, dass das sich auch finanziell ja etwas bemerkbar machen könnte. Na, auf jeden Fall super Chancen. Das Ast der Stäbe ist eine Möglichkeit, eine sehr leidenschaftliche Energie, eine feurige Energie, eine plötzliche Energie. Das Feuerelement steht für mich auch immer für die Plötzlichkeit. Na, vielleicht rechnet ihr überhaupt nicht damit. Oder es kommt etwas von außen auf euch zu, was euch aus einer bisherigen starren Energie wieder rausholt. Ne? Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Möglichkeiten, die sich hier zeigen. Wartet mal, ich will mal hier noch auf dem Deck mal noch was ziehen. Mal sehen, ob sich hier noch etwas zeigt. Vielleicht kriegen wir da noch mal Hinweise. Hier wieder der Turm. Hier kommen Nachrichten. Der Turm, hier sind auch Einladungen, ne? Also es kann gut möglich sein, dass sich hier wirklich positive Veränderungen zeigen, weil hier Nachrichten, Einladungen, Geschenke auf euch zukommen, von denen ihr jetzt noch nichts wisst. Ja? Es kann ja auch sein, dass man nochmal Gespräche führt mit jemandem. Wie sollen bestimmte Dinge weiterlaufen? Ne? Aber dass wir dreimal den Turm haben, ne? Also das finde ich sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, es könnten sich ja auch noch mal Ämter und Behörden zeigen, aber dann wirklich eher mit sehr positiven Nachrichten. Es könnten sich auch um neue Verträge handeln, ne? Dass hier vielleicht ein Unternehmen auf euch zukommt, euch hier noch mal ein Angebot macht bezüglich Verträgen, wo ihr für euch in einen neuen, völlig neuen Wandel kommt, dass ihr hier Ordnung macht in eurem Leben, ne? Dass hier wirklich super schöne Veränderungen stattfinden. Also da bin ich wirklich mal gespannt, was sich bei den Erdzeichen zeigt. Vielleicht kann mir der ein oder andere gerne dann auch mal ein Feedback in den Kommentaren hinterlassen. Aber auf jeden Fall denke ich, wird das für die Erdzeichen, wären das gute 2 Wochen, da hier wirklich keine negativen Karten auch gefallen sind, ne? Also ich glaube, ihr kommt hier wirklich auch aus der Starre raus für euch, ne? Ja, meine Zuckersüßen. Dann hoffe ich, dass ich euch hier ein bisschen helfen konnte. Wünsche euch gesunde 2 Wochen und dann hoffentlich bis bald.